Hallo. Haha! Ja, du machst am besten den Anfang. Okay, wir sind wieder da und jetzt ist das Final Countdown-Ding hier. Diddly-dün. Und das Ding hat eine Fresse wie Hulk Hogan. Okay, ich stehe genau vor seinem Face. Müssen wir am besten jetzt. Okay, ich habe wahrscheinlich die viel zu früh eingesetzt, weil wir noch nicht Damage machen können oder so. Ich denke mal nicht. Nee, ich bin aber sofort Doch. gegangen. Doch, du kannst schon Damage machen. Was hat denn der? Der sieht ja voll hässlich aus. Ist das nicht dieser Anfangsroboter aus dem Intro? Kann das sein? Das kann passen, ja. Die Hand! Oh mein Gott, ist die schlecht animiert. Oh mein Gott, ist die schlecht animiert. Es sieht aber schon so ein bisschen Cyborg-mäßig aus. Also, das muss auf jeden Fall der Endgegner sein. Der letzte, ne? Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich meine, wenn jetzt nach dem Gegner noch ein Gegner kommt, dann ist das Spiel ja voller End. Also, das ist voller Zwischenboss. Was? Spuckt der da Fische? Nein, seine Forellen? Zähne. Ach seine so. Zähne. Oh, du Penner. Bist du down gegangen schon wieder? Ich glaube mir ja. Und ich habe meine Dinge nicht eingesetzt. Pisst mich ja voll an. Aber wir haben hier genug Continues eigentlich noch. Ja, und genug Leben, also das dürfte eigentlich nicht das Problem werden. Also das Problem ist, den nur irgendwie zu besiegen. Kann man ich eigentlich unten beim Aufschlagen in seinen Magen? Warte, ich Guck versuch's mal. Mal. Ja, tatsächlich. Warte, dann mache ich ihn unten fertig und du oben. Ja, ich hau ganz gegen sein Head hier. Ah. Boah. Take this, bitch! Oh. Boah, ist der übertrieben, das ist ein übertriebener Boss, der ist. Okay, irgendwas ist mit seinem Magen. Der hat einen Magen-Darm-Virus. Er muss scheißen. Boah, diese Hä, Hand. Sein scheiß Magen macht mir. Verletzt mich. Boah, ich bin schlecht. Nicht nur du. Ich Gott, was ist. Ich tu dir die ganze Zeit Button-Smashing machen. Der Problem ist, man weiß, man kann hier keine Taktik machen oder so. Nicht wirklich. Nee, du musst einfach nur entweder drauf oder gar nicht. Boah, oder man kann ihn einfach ins Gesicht springen. Zieht dann auch nichts ab, aber dir. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass, wenn dieser Magen so komisch aufleuchtet oder so, dass man dann irgendwie was machen muss. So, weißt du? Aber. Alter, jetzt schaffe ich schon, seine Hand wegzuschlagen, aber ich. Hier geht nicht geschissen. Mach Y. Ja, mach Y. Ich. Mach deine Powerbombe, meine ich. Ja, ja. Mich schon. So, jetzt automatisch kommt es jetzt. Vielleicht jetzt irgendwie. Sein Magen einflügeln. Ich habe keine Ahnung. Ganz. Wow. Wie besiegt man den? Scheiße. Irgendwie kommst du sofort, als ob wir gar kein Damage machen. Oh, ich glaube schon. Also, ich glaube. Also, die Schadensanimation ist auf jeden Fall da. Ich oh, hab den Kopf, ja. Jawohl. Und jetzt? War's das? Ich weiß es nicht. 3-Minuten-Part? 3-Minuten-Part? Nein, wir labern, wir machen den, ziehen den noch 5 Minuten. Ja. Du guckst dir die Credits an und so. Ja. Ja, oh, oh, ja. Oh. Wer ist das? Die kam dem ganzen Spiel nicht vor, wer ist das? Das ist zu HD, ich sehe das nicht. Okay. Weil die bewegt sich kein bisschen. Weil die Sonne bleibt immer da, wo die ist, aber der Boden bewegt sich. Läuft die auf dem Laufband oder was? Und hört dabei Eye of the Tiger. Und Saber Stuff. Wir haben es geschafft! Woo! Er cover, cover! Er Rogers! Hat Takedo, Katera! Du willst es ja aber jetzt nicht die ganzen Programmierer vorlesen, oder? Doch, die Grafik! Es Tomisawa! Akamoto! Ayamazoe! Während Matisse die ganzen Producer und so vorliest, sage ich ein wenig mal einfach über das Spiel Bescheid. Es ist ziemlich kurz, wie gesagt, das ist jetzt der 4. Part ungefähr gewesen, glaube ich. Und war ziemlich schnell durch. Ist einfach so ein Zwischending. Oh, 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 sie kommt doch näher. Guck mal, wer ist nah. Holy shit, das sind die beiden. Und was ist das? Wer läuft da lang? Das ist bestimmt Hä? Die Tochter von denen. Sparrix oder so. Da haben 10 Leute bei dem Spiel mitgemacht. Da stelle ich aber die Frage, wer ist das zum Teufel? Ist aber ein ziemlich cooles Spiel, muss man sagen. Also für so zwischendurch ganz einfach schnell durchgezockt. Okay, Leute, das war's von uns. Bis bald. Nee, Spaß natürlich. Ey, ich kann doch keinen 5-Minuten-Part machen, hallo? Ja, doch, wir können ja. Oh oh. Nee, das Intro gucken wir uns garantiert nicht nochmal an. Wir können ja den Secret-Mode nochmal weiter durchsuchen. Ja, du kannst ja Musik laufen lassen nebenbei. Werden wir noch ein bisschen erzählen. Aber bitte die Musik von dem einen Typen da. Ich suche sie, ich weiß gar nicht, wie die war. Moment, ich weiß noch. Nee. Ah. Nee. Nee. Ja, die. Nummer 9 war das. Di, 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 di. Also die Musik
super geil. Auch wenn der Typ, ich glaube, das war sogar der beste Gegner, oder? Das war, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich irgendwie so ein Klon oder so von dem einen Typen oder irgendwie der Bruder vielleicht, man weiß es nicht. Man kann ja in dieser Story alles reinspekulieren, das ist das Open-Game-Welt, Open-Game-Ding. Ja, zur Geschichte, keine Ahnung, wie gesagt, bei Wikipedia habe ich einfach nur das gefunden, dass eben die Erde vor der Zerstörung bedroht ist und keine Ahnung, auf jeden Fall wir irgendwelche Klonprodukte sind und gegen die Bösen kämpfen mussten, mehr weiß ich auch gar nicht. Also ich werde mir das Game definitiv jetzt kaufen, das wird jetzt in meinem Regal stehen werden die nächsten Tage. Ein Foto möchte ich dann bitte. Ja, kostet nicht mal, glaube ich, 10 Euro mittlerweile. Also es ist recht günstig, wie ich gerade gesehen habe. Also wird sofort bei mir wieder in meinen... Beim Händler des Vertrauens, der hat das bestimmt da, deswegen gehe ich dahin, kaufe ich Händler das da. Händler des Vertrauens? Ja. Dr. Stefan Frank, der Arzt, der die Frauen vertrauen, Alter. So unter Hand kaufst du das, oder? Nö, ich hab da so einen SNES-Händler bei mir hier in der Nähe. Ja? Privat oder öffentlich? Der ist normal so, aber der hat viel Stuff. Ist normal so. Ja, das ist so ein normaler Händler, also ein An- und Verkauf eigentlich so, aber der hat viel Essen, also alten Stuff, so den ich halt brauche. Aha. Ach, und da gehst du immer hin, wenn du Stuff brauchst. Ja, wenn ich so mein Zeug. Andere Leute kaufen sich irgendwo Drogen und ich kaufe mir meine Konsolen. Spiele. Games, ja. Games und alles. Gut, wie lange geht denn der Part jetzt? Es geht noch 6 Minuten, machen wir noch 2 Minuten, also bis 8 und dann geht's einfach. Du kannst ja gerne mal sagen, welcher Part dir am besten gefallen hat vom Spiel. Vom Game selber, also ich würde. Ich fand das zweite Level echt cool. Das mit der China da, wo du voll abgekackt bist? Ja, ich fand's cool, es war abwechslungsreich, weil man da diesen Effekt von diesen Klettern und so ein bisschen mehr reingebracht hat, weil der Rest war ja... Ja, wir wollen jetzt, du musst jetzt nicht irgendwie von wegen so hochnäsig reden, ja, man hat da was entdeckt und hier hast du was vorgebracht. Nein, aber ich meine es ja, weil du hast diese Funktion gehabt mit diesem Klettern und so und im Endeffekt ja, brauchst du ja nicht. Aber in dem Level haben die das wenigstens ein bisschen so... Es ist ein komplett anderes Sidescrolling als die anderen, weil du kannst klettern, du kannst... Springen, du kannst laufen, du kannst hüpfen. Scheiße, Assassin's Creed hat's davon geklaut. Assassin's Creed, das ist ganz klar, Alter, ihr links... Ich meine, er hat nicht umsonst eine weiße Rüstung oder so. Ne? Ja. Na gut, scheiß auf die 8 Minuten, wir machen jetzt einfach Schluss. Ja. Ich denke mal, sowohl der Matissel als auch ich wünschen euch einfach noch einen schönen Tag oder so. Genau, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja dieses Wochenende ich kann gar nicht mehr reden. Vielleicht sehen wir uns dieses Wochenende an einem Livestream, entweder von Matissel oder von mir oder sogar von Sparrix, an denen diese schönen Grüße ganz nebenbei noch gehen. Ja, Grüße an den Penner. Das war jetzt nicht nett. Das ist unsere Art, uns zu lieben. Okay, ja, wir beleidigen uns gerne selber, so auch beim Sex. Schade, Miststück. Ja, das mache ich nicht gerne. Was hast du wie Sex vor Lieben? ganz viele. So, wir sind bei 8 Minuten angekommen, also ihr Penner, wir wünschen euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.